heuer zum Luxusgut wird, sondern eben am Wetter. Eine flüsterleise Disco-Party für Jugendliche im Volksgarten ist jetzt von der Stadt Salzburg abgesagt worden, weil es dort zu laut sei. Bei der Silent Disco haben alle Besucher Kopfhörer auf und tanzen zur Musik. Aber trotzdem gibt es Anrainerbeschwerden und deshalb ist jetzt alles abgesagt. Die Veranstalter wehren sich und auch Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn versteht die Absage nicht. Katharina Gauzoli fasst zusammen. Silent Disco, also leise Disco, das ist eine Party, bei der getanzt wird, aber eben leise, denn die Musik kommt über Kopfhörer. Das Konzept ist entwickelt, damit auch ohne Lärmbelästigung für die Umgebung gefeiert werden kann. Dennoch zu laut für die Stadt Salzburg. Es ist zwar eine Silent Disco, also kein Disco-Sound im Außen, also im Volksgarten, aber natürlich sind es dann bis 4 Uhr und länger geblieben. Und im Sommer möchten die Leute doch mit offenem Fenster schlafen. Und der Lärm, der auch durch eine Silent Disco verursacht wird und wie es dann nachher ausgeschaut hat auf gut Deutsch im Volksgarten, war nicht dienlich, diese Veranstaltung heuer in dieser Form wieder durchzuführen. 4 Jahre lang gab es die Silent Disco im Volksgarten. Die jetzige Absage will der Veranstalter nicht hinnehmen. Ich habe bei der Silent Disco keinen einzigen Polizeiwagen vorfahren sehen. So massiv können die Beschwerden nicht gewesen sein. Und das gilt es einfach zu überprüfen und nicht aufgrund von Gerüchten so eine Institution der Jugendkultur wie die Silent Disco einfach eiskalt abzuschießen. Direkte Anrainer gibt es beim Volksgarten wenige. Wir fragen in einer angrenzenden Siedlung nach. Stört die Kopfhörerparty? Gesagt hat noch keiner was zu mir, aber ich glaube schon, dass es da einige gibt, vor allem die älteren Leute oder so. Also mein Herz natürlich, aber ich finde es total klasse, wenn für junge Leute was gemacht wird. Morgen gibt es noch einmal Gespräche über die Silent Disco. Bleibt es